Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Ritterfest-Vlog. Ihr werdet euch vielleicht wundern, Ritterfest-Vlog, und ich sitze in irgendeinem Zug, aber ich bin gerade auf dem Weg nach Visby zur Mittelalterwoche, um da einfach ein paar Freunde von Poeta Magica und Königs zu treffen, um vielleicht neue Leute kennenzulernen, um vielleicht ein neues Programm mit nach Kufstein zu bringen, wer weiß es schon genau. Aber wo bin ich jetzt? Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder von der Stadt, in der ich gerade bin. Und wer es errät, schreibt es bitte in die Kommentare, okay? Und unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir dann, würde ich sagen, eine Runde Freibier auf dem nächsten Ritterfest. Hey, und auch mit dabei bei dieser wunderbaren Reise meine genauso wunderbare Frau hier. Jojo, habt ihr vielleicht schon bei dem Vivat Kufstein Video gesehen? Das Lied hat sie nämlich geschrieben. Vielleicht muss ich ein bisschen erklären, warum wir uns gerade so beeilen. Wir sind nämlich schnell vom Flughafen in die Stadt gefahren, weil wir Aufenthalt haben und müssen jetzt gleich zurück in den Flieger, um dann eben jetzt von hier aus dieser geheimnisvollen Stadt, nach Visby zu fahren. Wenn ihr jetzt wisst, in welcher Stadt wir gerade sind, schreibt es in die Kommentare. Unter allen richtigen Kommentaren verlosen wir eben eine Runde Bier, Teilnahme ab 18, okay? Eine Runde, sagen wir ja, für 4 oder 6 Leute, wie viel halt von euch aufs Ritterfest kommen. Ja, wir losen dann den Gewinner aus und schreiben den an. Okay, bis dahin, bleibt dran. Ich glaube, ich schuld euch noch ein bisschen eine Erklärung, was ich hier in Visby mache. Visby liegt auf Gotland, mitten in der Ostsee, und hier findet einmal im Jahr, immer in der 32. Kalenderwoche, die sogenannte Mittelalterwoche, Medeltidswecken, statt. Und hier hat uns damals Poeta Magica hingebracht, hat uns das mal gezeigt, und es ist eine wunderschöne Mittelalterveranstaltung, wo die ganze Insel fast schon eine Woche lang ins Mittelalter eintaucht. Hauptfeierlichkeiten finden hier in Visby, in der Hauptstadt, statt. Und dort habe ich zum Beispiel eben auch Königs erstmal kennengelernt. Am Dienstag spielen Königs hier ihr Wahnsinns-Jubiläumskonzert, weil sich Königs nämlich hier in Visby auch gegründet hat, aus der damaligen Band des Königs Halunken. Und zwar genau vor 10 Jahren. Und da ist genau morgen, am Dienstag dieses Jubiläumskonzert, und wir sind eben auch hier, um das zu filmen. Hinter mir seht ihr die Stadtmauer von Visby, jetzt im Sonnenuntergang, und wir gehen jetzt zur Eröffnungsfeier von dieser Mittelalterwoche. Übrigens, wem von euch diese Türme und diese Stadtmauern ein wenig bekannt vorkommen? Hier in dieser Stadt in Visby wurde Pippi Langstrumpf gedreht.